Zwei Dinge sind von besonderer Bedeutung und treiben die Menschen in Chemnitz, wie wir es jetzt auch bei dem Sachsen-Gespräch erlebt haben, in besonderer Weise um. Das eine ist die Berichterstattung. Und es verwundert nicht, dass diejenigen, die sehr nah dran sind an den Geschehnissen, die aus Chemnitz kommen, besonders objektiv und konkret darüber berichten. Aber was verwundert und was aus meiner Sicht auch nicht in Ordnung ist, ist, dass diejenigen, die besonders weit weg waren, ein besonders pauschales, hartes und oft falsches Urteil über diese Stadt treffen, meine Damen und Herren. Und so können wir heute sagen, dass auch dadurch, dass verantwortliche Journalisten, die vor Ort gewesen sind, die auch als Lügenpresse beschimpft worden sind, weswegen ich auch ganz deutlich mich dagegen verwehre und diesem Begriff entgegentrete, dass durch diese Berichterstattung und durch unser gemeinsames Agieren klar ist, es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt. Meine Damen und Herren.